Freust du dich, mein Herz? Ja. Was ist da drin, Schatz? Und du hast gedacht, es kommt nicht rechtzeitig, ne? Zu deinem Geburtstag. Ja. Ah, jetzt ruft, glaube ich, die Oma an. Richtig gut. Gefällt's dir, mein Herz? Ja. Jetzt ist natürlich die Oma am Telefon, ne? Genau im falschen Moment. Ja, klar ist Alessandro da. Aspetta, mach bitte. Moment, ich verbinde. Sag die Oma. Oma? Hallo? Die Oma aus Italien. Auf Italienisch. Danke. Grazie. Nö. Es sind Ferien, Oma, hier in Bayern. Oh, gehst du nicht in die Schule, hat sie gesagt. Immer Ferien. Ja, es ist jetzt nur eine Woche. Ja, also wirklich, Oma, nur eine Woche. Danke. Jetzt der Opa am Telefon. Ja, ich hab's gerade ausgepackt. Das Wichtigste, das hast du geschickt. Ja. Der Opa hat einfach aufgelegt, ne, Lassie? Ja. Der Kaputte. E tu puoi chiuso? Egal, Oma, egal. Ja, der Lassie hat jetzt gerade Geschenke ausgepackt. Ne, Lassie? Ja. Er hat ein Pennyboard, eine Zuckerwattemaschine. Ihr wollt immer sehen, was ich anhabe, ne? Ich habe dieses Kleid an, das so ein bisschen nach Schwangerschaft aussieht. Ist es aber nicht. Also es ist nicht so, wie ihr denkt. Und ja, meine Lieblingsschuhe, die habe ich euch ja in einem Haul gezeigt von Hunter. Sorry wegen meiner Stimme, ich bin noch ultra erkältet und ja, das Kleid, das habe ich von Zara und diese wunderschöne Joker-Kette hier, die habe ich von Happiness Boutique. Genau, da habe ich auch einen Gutscheincode für euch, den verlinke ich euch mal unten in die Infobox. Und der Lassie ist auch ganz schick angezogen, ne, mein Lassie? Ja. Ist ganz schick angezogen. So, und dieser blöde Luftballon hier. Nervt mich gerade. Also, wir müssen uns jetzt beeilen, weil wir jetzt einen schönen Tag verbringen wollen. Hallo, hallo, meine Lieben. Jetzt kann ich euch auch endlich ordentlich Hallo sagen. Hallo zu einem neuen Follow Me Around. Wie ihr schon gesehen habt, hat Alessandro heute Geburtstag. Yay! Er hat heute seinen ersten zweistelligen Geburtstag. Und ich möchte jetzt einen schönen Nachmittag mit meinen Mäusen verbringen. Und ja, heute Morgen war ich schon arbeiten, ich war fleißig. Mein Mann hat mir schöne Termine reingedrückt. Jedenfalls habe ich gedacht, oh nein, hoffentlich schläft mein Geburtstagskind noch, wenn ich nach Hause komme. Weil es gibt ja nichts Blöderes, wie wenn man aufwacht als Kind und die Mama ist nicht da, wenn man Geburtstag hat. Gott sei Dank hat er noch geschlafen. Ich habe dann schön alles vorbereitet. Gestern Abend habe ich ja noch die Luftballons aufgeblasen mit Max. Also ich habe ja extra Helium gekauft, der hat mir dann geholfen. Und habe noch Kuchen gebacken. Auf Snapchat habt ihr das ja alles schon gesehen. Und dann habe ich ihm alles schön bereitgestellt und habe ihn dann geweckt. Ja, und genau, seine Geburtstagsparty wird er aber erst nächste Woche Samstag feiern, weil ich ja heute um 5 wieder ins Büro muss und dann wäre es ja blöd, wenn ich die Geburtstagsgäste halt heimschicken muss. Klar, und deswegen feiere ich unter der Woche nie Kindergeburtstag, leider. Das machen wir immer nur Samstag oder Sonntag. Und Alessandro hat sich dieses Jahr was richtig Cooles gewünscht. Und zwar, willst du es selber sagen, Lassie? Ja, wir gehen an meinem Geburtstag in die Soccerhalle. Genau, in die Soccerhalle gehen wir. Und das haben wir noch nie gemacht. Ich bin schon total gespannt. Also er wird 9 Kinder einladen. Dort kann man dann Fußball spielen. Und ja, also ich bin schon total gespannt. Ich werde auf jeden Fall die Kamera mitnehmen. Das werde ich aber in einem separaten Video machen, wenn ihr das wollt. Und diesen Samstag werde ich zu meinen Mädels fahren. Es hätte eigentlich auch gut gepasst, dass wir es diese Woche feiern. Aber es sind ja bei uns noch Herbstferien hier in Bayern. Und da sind ganz viele Kinder eben nicht da. Und es wäre dann halt schade, wenn sie nicht zu Alessandros Geburtstag kommen. Und deswegen feiern wir es halt dann eine Woche später. Aber das ist nicht schlimm, ne, Lassie? Ja. Genau. Und diesen Samstag fahre ich eben zu den Mädels, zur Gürste. Sie lädt diesmal ein. Und zwar ist dann auch die Mayra da und die Steffi, die Tara, die Kim. Die Sandy kann leider nicht dabei sein. Schade, schade. Aber ja, dann das nächste Mal. Ey, meine Stimme ist so schlimm. Sorry dafür. Und ihr schaut bestimmt die ganze Zeit auch auf meine Augenbrauen. Die sind nämlich gestern gemacht worden. Ich war beim Termin zum Microbleeding oder Mikrobleeding. Genau, da erzähle ich euch dann in einem anderen Video davon, wenn ihr das wissen wollt. Aber es ist halt sehr auffällig jetzt für euch wahrscheinlich. Sie hat auch gesagt, dass es am zweiten Tag dann ja sehr evident ist, also sehr dunkel. Gut, ich habe jetzt eh schwarze Haare, aber euch ist es wahrscheinlich aufgefallen.
Und ja, ich mache jetzt erstmal Schluss hier aus dem Auto. Nicht, dass es euch langweilig wird. Ich nehme euch wieder so ein bisschen mit als Vlog. Das wünscht ihr euch ja immer und immer wieder. Es ist unglaublich, wie viele mir schreiben, dass ich mehr vloggen soll. Es ist echt unglaublich. Freue ich mich natürlich total, ne? Keine Frage. Aber wie gesagt, ich nehme euch sehr, sehr gerne mit. Und ja, jetzt mache ich aber erstmal Schluss und würde sagen, bis später. So, da sind wir wieder und schon wieder eine neue Nachricht. Wie passend. Alessandro hat ganz, ganz viele Nachrichten auf Snapchat bekommen. Sorry, meine Stimme ist immer noch nicht besser. Ja, also er hat unglaublich viele Nachrichten bekommen mit ganz vielen Glückwünschen. Ich glaube, da möchte Alessandro auch nochmal was sagen. Er steht übrigens auf seinem Pennyboard. Also ich glaube, es waren über 40, oder? Ja, ganz viele. Und Instagram, auf Instagram ganz viele. Und auf Snapchat. Unglaublich. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass so viele... Geht alles weiter, guck. Hast du dich gefreut, mein Herz? Ne? Ja, sehr. Schön. Magst du die mal vorlesen? Happy Birthday an den süßen Lassie. Ich freue mich so für ihn und euch. Habt noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße. Carola. Voll lieb. Viele Nachrichten per Video bekommen, worüber ich mich auch total gefreut habe. Also Snaps. Snaps, genauso haben wir nämlich auch mal eure Gesichter gesehen und wissen jetzt, wer hinter dem Namen steckt. Und Alessandro ist total begeistert. Er wird jetzt auch antworten. Jetzt haben wir kurz Zeit. Ja, ich bin jetzt hier gerade auf der Arbeit angekommen mit meinen Mäusen. Ja, ziehe jetzt mal meine Jacke aus und fange mal das Arbeiten an. Ich habe jetzt mal meine Mäuse mitgenommen. Vorne steht noch der Lucky. Ja, dass wir noch ein bisschen Zeit miteinander haben. Klar, wenn jetzt Kundschaft kommt, dann müssen sie halt kurz warten, ne? Dann passiert jetzt heute was noch zu Hause? Müssen wir mal gucken. Ein großes Geschenk haben wir noch. Müssen wir noch auspacken? Ja. Und Kuchen. Und als weiter Nachrichten. Und Kuchen. Und Kuchen. Unser Kuchen müssen wir noch essen, genau. Und ich habe ja im Nanunana Sachen für die Conios gekauft. Das zeige ich euch morgen dann. Weil wenn das Video online geht, haben die Conios das ja dann schon bekommen. Vorher, also auf Snapchat und so, möchte ich das jetzt noch nicht verraten, was sie bekommen werden. Jetzt habe ich gerade ein Armproblem, Lassie. Ja, genau. Und morgen zeigen wir euch dann das Tauschpaket, das wir bekommen haben von der lieben... Sollen wir es schon verraten, von wem wir es bekommen haben? Nee. Nee. Machen wir morgen. Ist doch geheim. Genau, morgen machen wir das Tauschpaket auf. Und ansonsten fällt mir jetzt gleich mein Arm ab, deswegen mache ich jetzt mal Schluss für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss! Guten Morgen, meine Stimme ist leider immer noch nicht die beste, sorry dafür. Hier ist der Einkauf von Nanunana. Ich mache jetzt gleich die Geschenke für meine Conios fertig für morgen. Ich war ja noch im Müller und habe meine Lieblingsabschminktücher mitgenommen. Den Rest zeige ich euch gleich, wie ich das ja dann arrangiere sozusagen. Hier ist noch der Zuckerwatten-Maker. Der Alessandro möchte es dann gleich austesten. Und da drüben steht noch das Tauschpaket. Das machen wir dann später gemeinsam auf, aber jetzt muss ich mich erstmal hier um die Geschenkchen kümmern. Wir testen jetzt Zuckerwatte. Ich habe jetzt alles durchgelesen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Ding muss ich erstmal aufheizen. Dann müssen wir einen Löffel Zucker hier reinpacken und dann ja, bin ich mal gespannt, Lassie, ne? Ob die Mama das kann. Schaut mal, meine Mäuse spielen Tischtennis. Das ist so süß.
Und ich mache gerade meinen Haushalt, weil ihr wisst ja, morgen fahre ich weg. Und das Haus muss immer ordentlich sein, wenn ich es verlasse. Voll der Tick von mir. Ja, ich putze jetzt mal weiter. Ich fand es nur gerade voll süß. So, jetzt machen wir endlich das Tauschpaket auf, von dem ich euch gestern erzählt habe. Hier ist es. Ich habe schon mal das Panzertape abgemacht. Meine Mäuse sind mit dabei, weil ja, diejenige auch was für meine Kinder mit rein hat. Das war nämlich so besprochen. Und zwar habe ich auf Snapchat ihr Paket zurecht gemacht und ihr habt anhand der Namen der Kinder schon gewusst, wer diejenige ist. Und zwar ist es die liebe Phyllis. Genau. Ihr habt es schon erraten gehabt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was für uns enthalten ist. So sieht es jetzt aus. Ganz schön viel drinnen. Schaut mal rein. Gut, ne? So, ja, jetzt packen wir das gemeinsam aus. Hier ist noch ein Brieflein, das lese ich auch gleich vor. Und ihr dürft jeweils einfassen und dann zeigt ihr das mal, was das ist. Also, hier ist Schokolade. Auf jeden Fall ist Schokolade immer gut. Nervennahrung. Hier steht, liebe Heidi, ich hoffe, das Paket gefällt dir und deinen Mäusen. Ich habe dir etwas typisch Türkisches eingepackt und etwas Selbstgemachtes aus der Türkei. Das darf bei uns nicht fehlen. Liebe Grüße, Phyllis und Familie. Ja, herzlichen Dank. Ich bin gespannt. Was Türkisches, richtig cool. Ja, machen wir mal weiter. Auch typisch. Hier ist noch was zu essen und zwar so Reiscracker. Cool. Kenne ich gar nicht. Du darfst halt auch mal reinfassen, wirklich. Also, was haben wir hier? Ah, ein Glas. Also, sieht nach selbstgemacht aus, aber es sieht nicht nach Marmelade aus. Was könnte das sein? Oh, was ist denn das? Das ist auch türkisch bestimmt. Ja. Was steht da? Steht da oben drauf. Türkisch Los Halva. Keine Ahnung, was das ist. Richtig cool, ey, da freue ich mich. Jetzt habe ich das hier noch in der Hand. Dann darfst du dir das mal anschauen. Okay, das riecht deftig. Also es ist keine Marmelade. Ich muss dann mal der Phyllis drauf sprechen, was das denn ist. Meint ihr, das ist scharf? Ich traue mich gar nicht, das jetzt zu probieren. Falls es scharf ist, ist es gut, dann ist es für meinen Mann. Also ich bin mal gespannt. Vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob du es gemacht hast oder vielleicht deine Mama. Dann darfst du das aufmachen. Warte, ich lese mal, was da steht. Typisch türkisch. Okay, dann machst du das auf. Hier steht jetzt nichts. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein Paket. Hier steht drauf, für die Jungs. Ah, das ist gut. Das dürft ihr dann zusammen aufmachen. Was ist das? Sieht nach Kaffee aus. Ah, gemahlener Kaffee nach türkischer Art. Auch cool, da freue ich mich auch. Sorry wegen meiner Stimme. Ja, cool. Geil, danke Phyllis. Dann haben wir noch ein Paket. Das sieht so aus. Und das hier. Das hier ist eine reine Creme. Eine Creme? Ah, cool. Ah, für die Dusche. Haha, cool. Danke. So, hier steht für die Jungs, dann macht ihr das mal auf. Ist ja wie Weihnachten. Ah, cool, das ist schminken. Was, Monopoly? Oh Gott, meine Kinder lieben Monopoly. Wir haben, wie viele Monopolys haben wir zu Hause? 10? Wow, mit Fußball, oh mein Gott. Nein. Ja, das ist ja mega, 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 mega. Also Phyllis, da hast du den Geschmack meiner Kinder getroffen. Und vor allem für alle vier. Wie passend, weil das war echt schwer. Also das war eine Herausforderung für die Phyllis. Der Alessandro ist ja unser Fußballfreak, der Luki auch. Ja, und die anderen beiden spielen auch total gern Fußball. Ja, richtig cool. Danke, Phyllis. Dann habe ich jetzt noch was für meinen Schminktisch. Und zwar von Essence ein Produkt, ein Contouring-Produkt und einen Glossy, ja, ein Lipgloss. Und jetzt haben wir hier noch ein Produkt, das möchte ich auch mal was aufmachen. So, was ist denn? Ah, für die Küche. Das ist scheinbar auch noch für mich. Cool. Ja, das ist ein Set. Geil. Boah, das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Cool. Ja, für Salat, ne? Richtig schönes Paket. Vielen, vielen Dank, liebe Phyllis. Hat es euch gefallen? Ja, sehr. Und ist Monopoly. Ja, Monopoly ist mega. Okay, vielen Dank. Schaut auf jeden Fall bei der Phyllis auf dem Kanal vorbei. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann seht ihr mein großes Paket, was ich ihr geschickt habe. Für die Kinder habe ich schön was zurecht gemacht. Für sie natürlich auch. Und für ihren Mann eine Kleinigkeit. Genau, schaut auf jeden Fall vorbei. Jetzt räume ich das alles weg. Und dann müssen wir ganz schnell durchs Dorf. Warum, erzähle ich euch dann. So, meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Wir laufen nämlich jetzt noch durchs Dorf,
weil wir Einladungskarten verteilen an die Geburtstagsgäste. Ich glänze total, ne? Das ist diese Salbe, die ich drauf machen muss. Sorry dafür. Heute Abend nach der Arbeit fahren wir noch zu meinem Bruder. Ja, ich übertreibe das immer voll für alle, die mich noch nicht kennen. Das ist nicht mein Bruder, sondern mein Bruder. Und das filme ich dann separat ab. Und auch unser Treffen mit meinen Conjos filme ich separat ab, denn ich habe mal wieder viel zu viel gequatscht in diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und meine Mäuse sagen jetzt bestimmt auch noch Tschüss zu euch. Und ich hoffe, dass wir uns natürlich im nächsten Video wiedersehen. Da ist der Lessi. Tschüss. Und da ist Luggi. Tschüss. Tschüss.